Ja, da die Aufnahme funktioniert, natürlich einfach mal zwischenspeichern. Einfach mal so, weil ich eine Befürchtung habe. Entfesselt meine Kraft. Ich sag's mal ganz vorsichtig. Ich kann helfen. Ja, okay, okay. Gut, wir versammeln erstmal unsere Streitkräfte, würde ich mal sagen. Ich habe einfach nur so aus Witz zwischengespeichert, weil ich so eine Befürchtung habe, dass ich das nicht überleben werde beim ersten Mal. Genau. Gut, dass du gehst. Ja, Häuptling. So. Was haben wir denn so ein Grüppchen? Das Lustige ist, wir können noch ein paar weitere anheuern. Holen wir uns den mal an. Das dauert so lange. Bin zur Spurensuche bereit. Was glotzen so? So, also wir haben Gebäude, mit der wir Einheiten holen können. Das kostet uns nur Nahrungsmittel. Das heißt, wir können nicht ganz so viele holen. Wir müssen die Festung jetzt zerstören. Nehme ich mal an. Ja. Das können wir jetzt auch ganz witzig machen, indem wir einfach einen interessanten Cheat eingeben. Allerdings werde ich diesen Cheat nur benutzen, sollte es total beschissen laufen oder und ich irgendwie denke, wie soll ich denn das schaffen? Oder es einfach total lange dauert, von wegen, ja, es dauert nur 8 Monate, bis ich es endlich geschafft habe. Was ist denn der? Ach, da ist der. Also, ich kann gerade ein paar Truppen sammeln. Warte mal, bis er hier da ist. Töten, geil. So. Meine Beute naht. So, die Katapulte lasse ich erstmal behinden. Wandere allein. Weil ich denke mir einfach mal, Ich habe Witterung aufgenommen. dass zuerst die Menschen Ich kommen. handle instinktiv. Und Ich wandere ich gehe mir allein. hier so küstenmäßig nach vorne. Ah. Auf der Pirsch. Gut. Was liegt vor mir? Dann sind wir einfach mal intelligent. Ah, die habe ich gar nicht gesehen gehabt. Wer ist denn das hier eigentlich? Irgendein Depp. So. Bin zur Spurensuche bereit. Probieren wir es einfach mal. Indem ich hier die Noch erste Befestigung erledige. Puh, der Stützpunkt ist aber gewaltig. Entfesselt die Wenn ich mir den so mal genauer anschaue. Ach, wir werden auch angegriffen. Oh, interessant. So. Ganz interessant aber der Konflikt, so wie es aussieht. Denn ich denke mal, die Menschenschutzpunkte sind ähnlich aufgebaut wie die unseren. Sprich, die können auch neue Einheiten hier und dort produzieren. Je mehr wir vernichten, desto interessanter läuft es dann für uns. Ah, könnte sehr interessant werden. Wobei es ja auch nur ein kleiner Befestigungsstand ist. Aber den schon mal zu stürmen sollte sinnvoll sein. So, der gute Strahl kommt da oft gut zurecht. So, mal sehen, die Tauben haben sich relativ als. Wobei. Die Urker sind auch ganz interessant. Wo sind sie denn? Vorne. Ziehen wir mal hier ein und da ein. Ne, hier wollte ich einen haben. So. Den Räuber habe ich wahrscheinlich verloren, ne? Deswegen zwei. Und Treumedizin, man kann ja gut gebrauchen. So, und hier vorne ist dann die Festung. Wo, wie auch immer die so steht. Mal sehen, ne? Was liegt vor mir? So, Stufe 10, Hämmerchen? Ja, würde ich mal sagen. Jagt sie aus. Ich wandere allein. So, dann warten wir auf den Truppennachschub. Hat jemand den Arzt gerufen? Nie. Ihr braucht meine Hilfe? Nie. Das ist eine gute Wahl, Mann. Was glotzt denn so?
töten. Ah, ich kann noch einen holen. Oh, ist das so gut. Und noch einen. Meine Beute naht. Gut, dann haben wir den erledigt. Dann geht es hier oben irgendwo da zur Festung. Mal gucken, wie stark die befestigt ist. Wie gesagt, wenn zu stark, dann leckt mich. Wenn nicht zu stark, dann, ja, machen wir so. Irgendwas hab ich, wollte ich jetzt sagen, haben sie vergessen. Irgendwas, das wichtig war, denke ich mir mal. Ja, was wollte ich jetzt gerade sagen? Zu LPs eigentlich nichts, da habe ich eigentlich schon alles gesagt. Das mit Starcraft habe ich gesagt. Das mit dem Projekt beenden, pausieren habe ich gesagt. Das mit, hier Oster habe ich gesagt. Jagt sie raus jetzt! Lass knacken! Was glotzen so? Ich sehe gerade, dass die Tauren sind deutlich besser als die Ogre. Da. Soll ich demnächst besser mal die Tauren nehmen? Soll ich mal zukommen? So. Was liegt vor mir? Aber die Ogre sind auch relativ robust. So, mal gucken, wie geht's denn hier weiter? Krebse? Ah, okay. Verstehe. I understand this fucking shit. Ich habe Witterung aufgenommen. Oh, wow, 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 wow. Ich handle instinktiv. Da gehe ich nicht zwischen. Unsere Wege kreuzen sich. Entfesselt die Bestie. Ich habe Witterung. Die lasse ich mal schön vorbeiziehen. Unsere Wege kreuzen. Die wollen nämlich meinen Schutzpunkt angreifen. Ich handle instinktiv. Oder den Stützpunkt angreifen. Die lasse ich einfach mal. Entfesselt meine Kraft. Jagt sie raus. Ich sag mal ganz spontan, das ist hart. That's hard, bitch. Entfesselt meine Kraft. Aber mit ein bisschen Kunst sollte das machbar sein. Schade, mit dem Hammer kriege ich ihn noch nicht ganz kaputt. Das sieht eigentlich bisher ganz gut aus. Sagt er und stirbt fast. Nein, jetzt hast du den Katapult mir zerstört, du Arsch. Auf den Sack gehen kann mir aber ziemlich gut. Wie noch mehr? Ja, ja, natürlich. Pass auf. Pass mal auf hier. Jetzt habe ich die Schnauze voll. Vor allem, wenn man gerade mein zweites Katapult vernichtet hat. Wenn du meinst, instant alles zerstören zu müssen, mache ich instant eben alles kaputt. Sorry, aber das ging mir jetzt auf den Sack. Yo. Schloss. Oh, da war Portmore. Sorry, aber, musste sein. Musste sein, weil ist so. Jetzt habe ich nicht auf Portmore geachtet, der da rumlungerte. Ja, sicher, den hier. Das Schlänkchen. Macht's ein bisschen mehr Schaden. Oh, auf den habe ich gar nicht geachtet. Ja, trotzdem, ja. Zu voreilig, Lea. Viel zu voreilig. Du hättest mehr Geduld haben müssen. Hä?
Ah, okay. Muss mehr Geduld haben, Leo. Du musst nicht immer das Spiel sofort durchspielen. Ja gut, aber trotzdem ging es mir auf den Sack, dass da so scheiß viele Leute waren und ich immer so wenig haben darf. Jagt sie raus. Ne, wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, in der dritten Mission werde ich das ein paar Mal öfter einsetzen müssen. Swamka, Kriegshäuptling. Wir haben die Streitmacht der Menschen vom Festland vertrieben. Aber offenbar haben sich Admiral Proudmoore und seine Matrosen auf die Insel Terramor in Sicherheit gebracht. Ich wünschte, es wäre vorbei, Rexar. Aber solange Admiral Proudmoore lebt, wird er uns immer zujagen. Wir müssen den Angriff fortsetzen und Terramor belagern. Ich bete nur, dass Jaina in Sicherheit ist. Sie hatte nichts mit dem finsteren Plan ihres Vaters zu tun. Doch leider haben wir keine andere Wahl, als ihre Zitadelle zu erobern. Juhu! Zweiter Akt haben wir endlich beendet. Mal gucken, ob wir den dritten freigeschaltet bekommen. Tatsache! Hey, cool! Können wir den dritten Akt hinterher schieben. Glanz und Glorie. Kurz später versammeln sich Sral, Rexa und die Krieger der Horde am Ufer, um ihren letzten Angriff auf die Bastion des Großadmirals auf der Insel Terramor zu planen. Großadmiral hat sich gerade selbstständig befördert? Gut, letzter Akt, Leute. Das ging jetzt schnell. Und sorry nochmal wegen dem Cheat, das war ein bisschen zu voreilig von mir, aber trotzdem, ja. Ja, oh, ist nochmal wenig. Kriegshäuptling, unsere Truppen sind bereit, aber der Admiral hat eine Blockadering von Kriegsschiffen um Terramor zusammengezogen. Ihrer Feuerkraft sind wir nicht gewachsen. Verdammt, ich hätte früher daran denken sollen. Wir müssen einen Weg finden, um... Sral, Rexar, ich komme in Frieden. Ihr müsst mir glauben. Ich hatte nichts mit meines Vaters Plänen zu tun. Ich wünschte, das alles wäre nicht passiert. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Wir haben gemeinsam auf vielen Schlachtfeldern Blut gelassen, Jaina. Als Verbündete trotzten wir unzähligen Gefahren. Aber euer Vater bedroht die Sicherheit unserer Nation und die Zukunft meines Volkes. Ihr wisst, dass dies ein Ende haben muss. Ich weiß, Ral. Tut, was ihr tun müsst. Auf einer Insel in der Nähe gibt es einen Hafen der Goblins, wo ihr Kriegsschiffe für euch finden könnt. Damit könntet ihr den Blockadering um Terramor aufbrechen. Doch verschont bitte meine Männer, wenn ihr könnt. Mein Vater wird versuchen, sie gegen euch zu benutzen. Aber wenn dies vorbei ist, werden sie meine einzigen Angehörigen sein. Bitte tut es. Für mich. Wir tun, was wir können, Jaina. Ihr habt mein Wort. Und nun zieht ihr euch besser zurück. Die Schlacht beginnt in Kürze. Unsere Streitkräfte sind bereit, Sral. Jetzt oder nie. Erledigt ihr das, Rexar. Terramor ist unser Treffpunkt. Meine Beute. Meere aus Blut, Goblinhafen sichern, Schlachtschiffe versenken. Ich habe Witterung aufgenommen. Gut, geht blind weiter. Und das mit einer ziemlich geringen Anzahl von Gegnern, so wie es aussieht. Und gut, der zweite Akt war jetzt, glaube ich, nicht ganz so lange wie der... Lol, sie verarschen. Nicht ganz so lange wie der erste. Wobei der erste auch extrem lang war. Mal schauen, wie lange der hier sein wird. Auf jeden Fall ist das hier der letzte Akt. Und ich sag mal voraus, je nachdem, wie viele Parts ich hochladen werde, sollte es möglich sein, während der Osterferien dieses Projekt zum Beenden zu bringen. Und dann können wir auch wieder Europa Universalis machen, haben wirklich nur komplette drei Projekte. Gut, das aber erstmal mehr im nächsten Part.